Hey, neben dem ganzen Tag Minecraft spielen, habe ich auch noch ein anderes Hobby und zwar Designen. Ich bin gerade so auf dem Trip, kleine Microworlds zu designen. Das sind so kleine Welten, welche zusammengesetzt wurden aus anderen Bildern und eine kleine Geschichte erzählen und einfach einen kleinen Ort zeigen, so einen imaginären. Und es ist mir aufgefallen, das hat ganz schön viel Ähnlichkeit eigentlich mit so einem Minecraft-Chunk, so eine Welt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe mal ein paar Videos gesehen über Leute, die einfach so eine ganze Basis in einem Chunk gebaut haben. Und das möchte ich auch mal machen. Deswegen sehen Sie heute das ultra tolle Dan One Chunk House. Yay! Also, es ist noch nicht fertig. Ich habe einen Block bisher. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay, ich glaube, wir fangen einfach mal an, indem wir uns die Chunk Borders anzeigen lassen mit F3G. Und dann fülle ich das mal kurz hier schnell mit einer Grasfläche. Und wir haben eine Grasfläche. Yay! Und in diesem 16x16 Blöcke Bereich möchte ich jetzt kleines Haus bauen und mal gucken, was ich da noch irgendwie so unterbringen kann. I mean, 16x16 ist eigentlich schon eine große Fläche, oder? Da könnte man eigentlich schon ein größeres Haus bauen. Oder ich packe das Haus vielleicht einfach hier an die Seite und baue dann hier in der Ecke noch irgendwie so einen schönen Garten mit irgendwie einem Springbrunnen oder so. Okay, das ist halt wirklich ein sehr, sehr kleines Haus geworden. Also ich muss auch zugeben, das ist eigentlich kein bisschen hübsch, so kein bisschen, aber es erfüllt seinen Zweck. Und zwar habe ich eigentlich vor, dass man, wenn man hier reingeht, hier oben eigentlich nichts ist, außer irgendwie ein Fahrstuhl oder so, der einen dann in eine tiefere Ebene herunterführt. Jetzt ist halt nur die große Frage, wie man einen Fahrstuhl baut, weil das tue ich ehrlich gesagt auch nicht jeden Tag. Okay, ich muss meine Gehirnzellen anstrengen. Wie ging das nochmal mit dieser Flugmaschine? Ich glaube, das ging irgendwie so und ist das richtig? Warte mal. Ah, es funktioniert! Ah, voll gut. Okay. Oh. Willst du vielleicht wieder nach oben kommen? Das wäre ganz nett. Stopp! Oh, er geht nach oben. I mean, wir haben einen Fahrstuhl. Ist nicht so der schönste, aber wir haben einen. Wird ein bisschen gebounced. Hui! Okay, das funktioniert schon mal. Wie viele Blöcke können wir da dran klatschen, ist jetzt die Frage. Funktionieren 3. 3 funktionieren. Perfekt. Funktionieren 6. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Das waren schon zu viele, okay. Ich glaube, dann gehen wir mit 3 Blöcken. Okay, jetzt brauchen wir nur noch irgendwie eine Möglichkeit, wie wir den Fahrstuhl auch aktivieren können. Ich weiß nicht, was ich gebaut habe, aber wir können plötzlich doch mehrere verschiedene. Hä? Die sind da dran gestickt. Oh no. Oh no. Oh no. Das Haus. Oh no. Ah, ich sollte mich mehr mit Redstone beschäftigen. Oh no, das schöne Haus. Was rede ich da? Das ist kein bisschen schön. Egal. Okay, ich habe ihn endlich fertig, ey. Wenn wir jetzt in unser Haus gehen, dann sehen wir, boah, eine Kiste und Ofen und boah, eine Blume und dieses Teil hier. Auf den ersten Blick nicht erkennbar war diese drei Table, weil das ist doch gut, wenn der Fahrstuhl aus Helm besteht, mit dem man sogar was machen kann. Ist unser funktionierender Aufzug. Yay. Und dann müssen wir hier unten einfach noch eine neue Ebene bauen. Ach man. Und wenn wir hier unten drücken, dann geht er auch wieder hoch. Perfekt. So muss das sein. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir unten hinbauen können. Okay, das ist die Höhe, auf der wir bauen müssen. Wir könnten ja tatsächlich sogar einen tiefer gehen und mit Slabs hier bauen. Ich glaube, auf dieser Höhe kommen erstmal ein paar schöne Farmen hin, damit unser Haus auch versorgt werden kann und nicht einfach nur nutzlos in der Gegend rumschwebt. Ich meine, irgendwie muss man überleben, deswegen brauchen wir ein paar schöne Farmen. Ah, und das stoße ich schon sofort aufs nächste Problem. Ich wollte hier unten dann eine kleine Zuckerrohr- und Bambusplantage bauen. Und normalerweise kann man das ja ganz easy abholzen lassen mit dieser kleinen Konstruktion. Am Server, der scannt, ob das Bambus oder das Zuckerrohr wächst. Und dann einfach ein Redstone hinten dran und dann pisst er das abholzt. Ganz easy. Kann das dann die ganze Zeit dann hier wachsen und in den Strom und dann wird es weitergeflossen. Problem bei diesem Design nur, ja, es ist ein Block zu viel. Der muss weichen, leider. Ich könnte einfach so machen, dass ich den von oben scanne. Wenn er ein bisschen nach oben gewachsen ist, gibt er dann einen Output. Ja, ich mache ihn vielleicht mal eine runter, dann könnte ich, glaube ich, einfach so machen. Ah, ja, also so kann man das auch abfarmen, also. Ich glaube, das ist nicht so ganz gewollt, so. Okay, so müsste es eigentlich gehen mit 3 Observern dann. Yep, perfekt. Dann baue ich das mal überall hier hin. Und unsere Farm funktioniert. Oh ja, wir produzieren Zuckerrohr. Mir ist mir aufgefallen, hier fehlt ein bisschen Sicherheit. Hier landet manchmal ein bisschen Zuckerrohr auf dem Weg, aber egal. Solange wir hier gut Zuckerrohr produzieren, alles gut. Oh ja. Das lässt sich doch sehen. Das ist doch ein schöner Gang hier. Ja, okay. Ich glaube, das meiste fällt nicht in den Wasserstrom. Aber egal. Wofür brauchen wir eigentlich Zuckerrohr? Brauchen wir überhaupt Zuckerrohr? Was kann man mit Zuckerrohr machen, was man
lebensnotwendiges Brauch. Was ist Zuckerrohr? Warum existiert es? Was ist der Sinn von Zuckerrohr? Was hat die Natur sich dabei gedacht? Fragen über Zuckerrohr. Ja, also die Hopper, die sind schnell voll geworden. Ja, das putziert gut, ja. Okay, wir haben eine Farm. Komm, wir packen hier sogar auf diese Seite hier Bambus hin, damit wir... Oh no. Damit wir noch was anderes haben außer Zuckerrohr. Okay, und dann müssen wir hier irgendwie was bauen, damit wir wieder ein Ding niedriger kommen. Und dann müssen wir auch gleich noch eine neue Etage bauen. Ich glaube, das wird dann mal eine entspannte Area. Kleiner Wohnbereich. Und um zum Wohnbereich zu kommen, muss man erstmal ganz viel Zucker raufsammeln. Das war irgendwie nicht ganz gut durchdacht. Ich bin ja auch kein Architekt. Und sollte ich einer sein, dann sehen meine Häuser so aus. Ich glaube, ich sollte den Beruf wechseln. Und nächste Area, check. Wenn wir jetzt unsere Farm hier lang gehen, haben wir zwei kleine Wasserpöttiche. In den rechten können wir reinspringen, werden nach unten gezogen und sind sofort in der neuen Area. Jetzt nur die Frage, wie wir jetzt überhaupt von hier weiterkommen, so weiter und so. Da ich mir einfach diesen Knopf überlegte, können wir einfach hier drücken und können sofort weiter. Und ich hätte eigentlich auf einen leeren Raum Lust. Durch ein bisschen Pistmagie wird dieser Raum jedoch gefüllt. Also sozusagen, man drückt irgendwie auf den Knopf und dann erscheinen plötzlich Sachen. Fände ich? Ganz cool. Probiere ich mal aus. Okay, ich habe einen groben Raum gebaut, wo sich hier ein Fenster öffnen kann. Dann öffnet sich hier auch das Lager, schon angeschlossen an unsere Zucker- und Bambusfarm. Und sofort eine 3x3 Pistentür, die uns dann in den letzten Raum bringen wird. Okay, und ich habe noch eben schnell den letzten Raum gebaut. Wenn wir unsere schöne 3x3 Pistentür öffnen, dann kommen wir auch schon zum Weg. Ich springe einfach mal hier runter und wupp, wir sind in einer schönen kleinen Mine. Ich meine, irgendwie müssen wir ja auch hier Ärzte ranholen. Auch wenn es vielleicht nicht so viel Sinn macht, weil das unsere Ärzte sind, aber egal. Da können wir Ärzte farmen, yay. Mit einem Minecart können wir dann weiter runterfahren in unsere schöne Mine. Fahren wir mal hier runter. Keiner Weg. Und dann kommen wir zu weiteren Ärzten, die wir abfahren können. Yay. Macht ganz, ganz viel Sinn, dass wir die dann abfahren. Ja, ja. Und dann war es eigentlich das auch schon mit unserem kleinen One-Chunk-Haus. Ich meine, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Nach oben kommen wir jetzt, indem wir diesen Slime-Aufgang nutzen. Können wir uns hochpushen lassen und können gemütlich nach oben schwimmen. Und hier oben angekommen, kommen wir in den Brunnen raus. Ich hab doch gesagt, ich baue einen Brunnen. Und oh mein Gott, hier sind Schweine gespawnt. Wir haben sogar Essen. So perfekt. Ein Hühner. Oh mein Gott. Also ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, eigentlich jetzt hier drin. Male Fläche hier mit unserem kleinen Haus, Brunnen und unendlich Wasser. Ein bisschen Essen. Holz haben wir auch. Dann haben wir hier eine Area, wo wir noch ein bisschen Zucker und Bambus herkriegen. Eine Area, um zu entspannen. Eine Area, um alles zu lagern. Und eine Area, um unsere Ärzte zu farmen. Yay. Wenn wir jetzt mal F3G drücken, können wir sehen, alles, was gebaut ist, liegt in diesem einen Chunk. Ich habe extra darauf geachtet, kein Block ist da draußen. Alles ist in einem 16x16er Bereich. Perfekt. Lass uns nochmal schnell eine kleine Rundtour hier machen. Wir gehen in unser schönes kleines Haus. Da erwartet uns natürlich auch schon unser Crafting-Fahrstuhl, endlich mal. Können wir sofort hier nach unten damit gelangen. Dann kommen wir zu unserer schönen Produktion, wo fleißig Zuckerrohr und Bambus abgefarmt wird. Und dann können wir sofort viel weiter runtergehen in unsere Chill-Area. Hier kann man sich dann hinhocken auf die Couch, ein bisschen die Aussicht genießen. Also nichts. Dann gehen wir weiter in unserem versteckten Gang. Kommen wir hier runter. Oh, da war ein Creeper. Ich sollte vielleicht dann nochmal ausleuchten. Egal. Sind wir hier. Um das hier zu verstecken, können wir natürlich alles wieder einfahren. Perfekt. Einfach nur ein leerer Raum. Aber hier 3x3 Pistentür, Lager und wenn wir eine Lytra haben, können wir hier sogar perfekt rausspringen. Oh no. Oh no, wo bin ich? Oh no. Ich weiß nicht mehr, wo das zu Hause ist. Oh no. Hilfe. Ich sterbe. Nein. Nein, 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 nein. Oh no, wo bin ich gespawnt? Da hinten ist es. Oh Gott, zum Glück. Okay, das mache ich nicht nochmal. Und weiter geht's. Dann geht's hier in unsere Mine. Hier können wir dann schön Erze abfarmen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem Ding, was wir hier gebaut haben. Also sehr, sehr. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Könnte man krasser bauen, was auch immer. Es hat mir jedenfalls Spaß gemacht, das zu machen. Wenn es dir auch gefallen hat, dann lass doch gerne eine positive Bewertung da. Guck auch gerne bei anderen Videos vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder irgendeine Doofscheiße bauen. Ciao!